Ja. Okay. warum der Ball von Wikipedia-Homepage ein Loch hat? Damit man besser reingreifen kann und die lustige Überraschung findet. Ich weiß es nicht. Um die Erde zu zerstören. Aus dem kommen nämlich die Lasers. Piu, 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 piu. Oha. Ja, Balls of Lasers. Lasers of Balls, keine Ahnung. Laser das ist so meine Interpretation. Ja. Oder weil Wikipedia kaputt ist. Boah. Ja, dann ist es richtig, ne? Also. Okay, nächste Frage. Wann wirst du endlich mal Kaizo Mario Let's Playen? Ah, ja, das habe ich, wie gesagt, noch vor. Das ist auch so ein Projekt, da habe ich eigentlich Angst vor, muss ich sagen, weil ich will meine Tastatur nicht kaputt hauen. Und es kommt zeitgleich entweder mit Cash Mario 2, wenn ich dann schon sowas mache, dann ziehe ich sowas auch durch. Ich kann es nicht genau sagen. Es wird auf jeden Fall irgendwann noch kommen. Okay. Dieses Jahr noch. Dieses Jahr? Also vor Weihnachten. Das ist schön. Ha, viel Spaß dabei. Ja. Ha. Jetzt Frage 13. Juhu. Ist Lunatic dein richtiger Name? Wenn ja, woher kommt er? Und wenn du nicht deutsch bist, was bist du dann? Lunatic ist, weißt du hier, Lunatic ist eigentlich ein englischer Begriff für Verrückter im Sinne von krank im Kopf. So, weißt du, Lunatic halt, so ein Geisteskranker. Mhm. Bekloppter Idiot, oder sag ich mal, so ein Wahnsinniger halt. Auf Englisch zumindest. Auf Russisch heißt Lunatic Nachtmensch, oder Lunatic, glaube ich, heißt da Nachtmensch. Was auch wieder dazu passen könnte, weil ich ja immer nachts meine LPs mache, meistens ab 0 Uhr. Oder eben früh morgens, wo es noch dunkel ist, im Winter zumindest. Und ja, aus dem Englischen, wie gesagt, und ich habe mir den gegeben, das war damals bei Postal 2, habe ich das gespielt, da hat er irgendwas mit Lunatic gesagt, dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt, habe Lunatic gefunden und dachte mir so, fand ich voll cooles Wort. Damals, wie alt war ich da? 13, wow, 14, vielleicht, als ich Postal 2 gespielt habe. Und dann habe ich mir gedacht, ist ja ganz cool. Und dann halt, die meisten waren aber schon vergeben, da habe ich halt das 1988 hintergeklatscht und dann ist gut. Oh ja. Ja. Okay. Welche Lieblingsfarbe magst du? Sinnvoll. Ja. Welche Lieblingsfarbe? Grün, wie auf meinem Kanal zu sehen. Grün ist so eine, vor allem dieses saftige Grasgrün, wie Link es hat in seiner Mütze. Ich weiß nicht, ich mag Link irgendwie und seitdem mag ich auch Grün. Saftig. Weil ich damals ein übertriebener Zelda-Fan war. Ach so. Bin ich immer noch. Dann mach LPs davon. Oh, das könnte ich mal machen, ja. Aber davon gibt's ja schon so viel, egal. Deine, leider, deswegen. Deine guckt man halt, also ich guck die. Mhm. Oh ja. Oh ja. M. Ja. Ah. Welches Tier liebst du? Ja, eine Menge Tiere eigentlich. Vor allem die Hosenschlange. Hunde. Ich mag Hunde. Hunde sind so ohrig, sind so fitschipu. Also ich mag Hunde, weil die einfach so treu sind. Gut, die sind ein bisschen doof manchmal und man kann einen Hund so formen, wie man sich will. Bei einer Katze geht das nicht. Katzen sind anstrengender. Mhm. Aber ich, ja, ansonsten Affen. Ich finde Affen einfach nur geil. Vor allem so knuffige Affen. Guck mal auf Smookies Kanal, SmookyTM. Das ist einfach nur voll knuffig, der Affe. Ich mag Affen. Die sind so lustig. Ich kann stundenlang Affen beobachten, wie die sich gegenseitig einfach nur verprügeln und mit Scheiße bewerfen. Ich finde das so witzig. Deswegen mag ich Affen total. Affen sind lustige Tiere. Total dumm, total bekloppt und einfach nur, ja, uns also, Menschen viel zu ähnlich. Also so wie wir. Ja, das ist einfach. Affen sind cool. Ja, passt zu dir. Ja. Hust, hust. Hahaha. Wie ist deine Schuhgröße? Oh Gott, die ist voll klein. 41. Oh, wie süß. Ja, ne? Ja, und du bist übelst älter als ich und ich habe größere Füße. Ja, bist ja auch ein Lulatsch. Wie groß bist du? Keine Ahnung. Irgendwas mit 1 Meter. Oh, das passt schon mal. Ja, das weiß ich nicht. 1 Meter groß und Schuhgröße 56. Oh, alles wert. Oh ja. Fuß ist halb so groß wie dein Körper. Geil. Oh ja. Sieht lustig aus. Ja, Mann. Ja. Okay. Frage 17. Wie nimmst du die LP auf und bearbeitest es? Die LP und es bearbeiten? Ja. Ja, ich verstehe die Frage auf jeden Fall schon. Also LPs nehme ich auf mit Fraps oder Camtasia Studio 6 oder 7, je nachdem. Kleinere Sachen, die mit Fraps nicht gehen, nehme ich mit Camtasia auf. Und ansonsten Fraps immer mit 30 FPS und Full Size, also volle Auflösung, die dann runtergerendert wird in Camtasia. Dann nehme ich, ziehe einfach in Camtasia rein, nehme Aufnahmeformate als Format, also dann das volle Format. Und beim Rendern stelle ich einfach nur HD ein mittlerweile und dann ist gut. So mache ich das. Ja. Das kann ich auch nochmal ein Tutorial machen, wenn euch das interessiert. Oh ja. Ich brauche das ja nicht. Ich kann das. Ja, du kannst das. Ich kann das. Bist du auch selber Let's Player, also. Ach ja. Ja. Die Frage hatten wir schon. Alle Programme sind natürlich offiziell gekauft worden von mir. Ja, von mir auch. Sowas kauft man auch. Natürlich.
Sowas muss man unterstützen, natürlich. Natürlich. Frage 18. Was für Musik hörst du? Wieder mal. Gut, kam ja schon, ja, wie gesagt, bevorzugt eigentlich Metal und ansonsten alles querbeet. Okay. Was mir halt so passiert. Passiert, passt, meine ich. Oh ja. Was war dein erstes Spiel, was du gezockt hast? Was ich gezockt habe? Oh, das war auf dem C64 damals, glaube ich, das war Turrican. Kennen einige vielleicht von euch noch, sozusagen so eine Mischung aus Contra und Metroid, keine Ahnung. Ziemlich cool. Oder eben so ein anderes Spiel, das war so total bekloppt. Ich kenne das nicht mehr. Ich finde das auch nirgendwo mehr im Internet. Da hat man so einen komischen, so ein Männchen gespielt. Das war irgendwie von so einem Zeppelin irgendwie so runtergegangen. Und da war so ein komischer, keine Ahnung, verrückter Mann, der hat so seine Freundin irgendwie gefangen gehalten in so einem Käfig. Und du musstest den Schlüssel. Und dann bist du da durch irgendwie durch so übelst viele Katakomben gerannt und keine Ahnung. War total kompliziert, das Spiel. Ich hab's nicht verstanden damals. Aber war cool, ich hab's gar nicht gespielt. Okay. Und vor allem Lazy Jones für C64. Ja, Mann, Lazy Jones war geil. So eine Minispielsammlung, total bekloppt, aber voll geil. Okay, das ist schön. Ja, machst du auch mit Anfängern Together LPs? Mit mir zum Beispiel? Klar. Das ist cool. Natürlich, auf jeden Fall. Also, wenn da jemand kleiner ist und vor allem, ich bin ja auch nicht so eine Größe jetzt, die man kennen muss, aber Together ist immer cool. Ich muss halt nur wissen, ob ich noch Zeit habe, weil ich habe schon so viele Togethers geplant. Also erstmal mit Kobi kommt auf jeden Fall bald das Kirby. Oh, das wird geil. Oh ja. Ja, Mann, das wird so cool. Das wird so feucht, ey. Und, ich weiß nicht, mit irgendjemandem hatte ich auch noch ein Together geplant. Kommt auf jeden Fall noch was und danach, ja, wenn die Zeit und die Lust da ist, definitiv. Okay. Welches Unterrichtsfach magst/hast du gehasst? Habe ich jetzt in meiner letzten Schule Mathematik, weil es Studentenmathematik war fürs erste Studiumjahr oder was. Wir haben Sachen vorgenommen oder rangenommen, die im ersten Semester schon reinkommen. Und ich hatte davor, ich glaube, 4 Jahre lang kein Mathe mehr. Oha. Kommt von der Realschule und von der Realschule dann direkt auf Studieren Mathe und mit 4 Jahre Pause zwischen. Nee, das geht gar nicht. Und was mochtest du? Ja, was mochte ich? Religion? Mit Religion war ich, da konnte ich mich so stundenlang ausdiskutieren. Und Politik, ey, das ist so eine Sache, da habe ich eigentlich eine 1 bekommen. Aber war dann leider nur eine 2, weil die Klausuren waren nicht so hervorragend. Aber mündlich war es immer eine 1. Ey, da kann ich stundenlang diskutieren. Ja, Mann. Okay. Kann man dich auch privat treffen? Kann man. Ich wohne derzeit in Wilhelmshaven, wie mein Kanal zu sehen ist. Manchmal bin ich in Berlin und da kann man mich auch privat treffen. Hab mich schon ab und zu mit einigen privat getroffen. Und könnte man. Man muss halt nur ja vorher ein bisschen miteinander ausgetüftelt haben. Nicht, dass dann so ein Geisteskranker kommt, der mich aufschlitzen will und so ein Hater oder so. Oh ja. Ansonsten geht das. Na klar. Man kann mich auch privat verführen. Oh ja. Warst du gut in der Schule? Ich habe mich gebessert. Realschule war ich absolut schlecht und dann wurde ich immer ein Stückchen weiter besser, also dann später Fachabi und so. Gut, wie gesagt, Mathe hat mir den Schnitt natürlich runtergezogen, habe ich eine 5 bekommen. Ach so. Ich bin absoluter Kacknoob, ey. Oh, ansonsten war es eigentlich nicht schlecht, also ich würde mich als Mitte gut einstufen, also oberes Mittelfeld. Oh, Streber. So gut bin ich nicht. Egal, nächste Frage. Klar. Mit welcher Arbeit verdienst du deine Brötchen? Ja. Ehemals, wie gesagt, technische Kundenberatung oder Technical Customer Support, wie man das so schön nennt. Also übers Telefon quasi Kunden rufen an, haben ein technisches Problem, haben eine Störung und dann sage ich hier, so musst du das machen, Atze, dein Jetet schon, wa? Nee, aber ansonsten mittlerweile nicht mehr. Aber ich bin wieder auf der Suche nach so einem Kram. In der Richtung auf jeden Fall irgendwas, was technisch ist, kann von Netzwerke. Wenn jetzt jemand hört hier, ich bin zu haben, also ich möchte gerne eingestellt werden. Wenn irgendwo eine Stelle frei ist, sagt mir Bescheid, ich komme. Ja. Wie groß bist du? Kleine Luna. 1,68, hab ich ja vorhin schon gesagt, ja. Das wurde auch nochmal gefragt. Was ist deine Lieblingsstellung? Was zur Hölle? Ja, das wollen die halt wissen hier. Okay, also, da gibt's eigentlich mehrere. Kann ich das mal so erklären? Man kennt doch bestimmt die Stellung, wenn... Gibt's ja in diesen Filmen manchmal, wenn die so an der Couchkante gelehnt sind, mit dem Gesäß nach oben... Oh, sozusagen, man ist dann quasi so nach vorne rüber gebeugt. Ich kann es jetzt nicht so beschreiben, ich kann ja mal irgendwie ein Bild raussuchen. Ha! Oh ja. Ich kann es ja vielleicht mal versuchen zu zeichnen oder so. Okay. Aber einige können sich vielleicht vorstellen, also sozusagen so den Hintern nach oben gestreckt in die Luft und dann
ja, sie ist so quasi mit dem Nacken irgendwie so, mit den Schultern nach oben, nur auf den Schultern, und dann ist man halt so, das finde ich irgendwie voll geil, ich weiß auch nicht warum. Ach so, höchst interessant. Ja, hast du ja. hast du eine Freundin? Was soll ich da jetzt sagen? Eventuell auch nicht. Was die Zeit so ergibt, würde ich sagen. Wer ist dein Mentor von den ganzen LP-Jahren? Einen Mentor habe ich ehrlich gesagt gar keinen. Ich musste mir alles selbst beibringen. Oder habe mir alles selbst beigebracht in der Hinsicht. Und Hilfe habe ich keine bekommen, und ich bekomme auch weiterhin noch keine Hilfe in der Hinsicht. Also Mentor habe ich gar keinen momentan. Ja, so ist das Leben. Ja. Oh, traurig sein, ich helfe dir doch. Wenn du was wissen möchtest. Ja. Kommt auch später von dir ein Spezialvid? Kommt auch später von dir ein Spezialvideo? Das ist, ja, wir machen noch eins. Ach so, ja, jetzt zum Beispiel, und natürlich mache ich auch noch ein paar andere Special-Videos, irgendwie vielleicht ein Let's Fail-Special oder sowas irgendwie, also nicht Let's Fail, genau, so ein Fail-Special, wo ich dann immer wieder bis zum ersten Fail oder so quasi ein Spiel nehme. Ich nehme extrem viele Spiele und spiele so lange, bis ich faile, und dann vielleicht irgendwie sowas, oder meine kleine Fail-Compilation oder irgendwie eine Rumschrei-Compilation, irgendwie sowas. Ich habe mir schon was einfallen lassen.